Liebe Zuschauer, willkommen im Volksparkstadion, wo heute wirklich prächtiges Fußballwetter herrscht. Ich bin Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir sind heute wieder Ihr Kommentatoren. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Joao Felix. Mit dem Ball de Jong. Ilkay Gündoğan. Rafinha. Er trifft und damit bringt er sie hier früh in Führung. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Ball abgeschirmt. Abgepfiffen, Foul vom FC Barcelona. Ganz sicher. Nun Lewandowski. Der Steilpass hier von Leon. Und mit dem Tor sind sie nun mit 2 in vorne. Super vorbereitet. Das sind diese kurzen Pässe. Da hat es die Abwehr natürlich unglaublich schwer. Bewegen sich viel, lassen den Ball laufen und am Ende ist eben die Lücke da. Alexander Zukov. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Aus der Position muss er natürlich abziehen, oder? Ja, ja, Wolf, das haben wir alle so gesehen. Gute Chance. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Rafinha. Joao Cancelo. Gündoğan. Gündoğan! Tor! Gündoğan trifft! Nochmal der Treffer in der Wiederholung. Lässt sich da überhaupt nicht irritieren. Setzt sich durch und macht dann letztlich auch das Tor. Alex Balde. Und Barca hier mit dem Ballgewinn. Gut den Körper eingesetzt. Riesenchance für Lewandowski. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Wir sehen es hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch, lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. De Jong. Ballbesitz Lewandowski. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Da war der Druck am Ende einfach zu groß. Sie haben permanent gedrängt und am Ende clever zugeschlagen. Da sehen wir es nochmal. Da ist De Jong. Joao Cancelo. Gündoğan mit dem Ball. Pass kommt von Gündoğan. Starkes Spiel. Wieder das Tor. Er hat den Doppelpack. Das ist dieser Torriecher. Genau da muss der Ball hin.
Und da geht er auch hin. Tolles Tor. So, geht jetzt nach innen. Taras Stepanenko. Gefährliche Szene. Ah, wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht noch mal richtig spannend. Aber so eher nicht. Nee, nee, Wolf, das Ding ist durch, keine Zweifel. Also das Tor, das zeigt, wie effektiv sie mit diesen kurzen, diesen präzisen Pässen sind. Herrlich herausgespielt, mit viel Geduld, mit viel Übersicht. Und dann bekommen sie die Lücke, die sie brauchen, und der Ball ist drin. Der FC Barcelona liegt deutlich vorne, kurz vor dem Ende dieses Spiels. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Unwiderstehliches Dribbling. Sie machen das Tor, setzen noch mal ein Zeichen, auch wenn das Spiel, sind wir ehrlich, entschieden sein dürfte. Kommt halt spät, zu spät. Ich glaube, da geht kaum noch was. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Hat mich total überzeugt, und das nicht nur wegen der beiden Treffer.